Bäh, das kann doch keiner lesen hier. Was ist das denn für eine Grütze? Das sieht schon besser aus. So, wir haben Gott, das ist irgendwie zu viel hier. Selbst der Kreis hat sogar hier alles festgelegt und hast du nicht gesehen. Aber ich möchte doch einfach nur wissen. Wie 45 bis 90. Ach, es gibt ja auch kleine Fußballfelder. 90 bis 120 Meter. Okay. Aber ich will. Gehen wir nochmal ins Web. Tut mir leid, wenn ihr jetzt hier nur die scheiß Pferde seht. Es gibt unterschiedliche Maße für Fußballfelder. Besonders wer an internationalen Wettbewerben teilnehmen will, muss allerdings einige Bedingungen erfüllen und Mindestmaße aufweisen. Natürlich muss jedes Fußballfeld rechteckig sein. Ja, logisch. Die Torlinie muss kürzer sein als die Seitenlinie. Laut DFB-Richtlinien darf das Fußballfeld zum Beispiel in der Bundesliga mindestens 90 Meter lang und 45 breit sein. Die Maximalmaße liegen bei 120 mal 90. Zwischen den Mindest- und Maximalmaßen sind Kombinationen aller Art möglich. So kann ein Feld etwa 120 Meter lang und 45 Meter breit sein, sodass die Spieler einen weiten Weg zum Torwart, aber nur wenig Platz an den Außenbahnen haben. Auch ein fast quadratisches Fußballfeld von 90 mal 89 ist theoretisch möglich. Auf internationaler Ebene gelten andere Richtlinien für Fußballfelder. Die UEFA und FIFA haben sich auf ein einheitliches Maß für die Fläche eines Fußballfeldes geeinigt, 105 mal 68. Nach diesem Maß sollte man sich auch richten, wenn es heißt, dass etwa im Regenwald etwa mehr als ein halbes Fußballfeld pro Sekunde abgeholzt wird. Internationale Länderspiele werden auf einer Fläche von mindestens 100 mal 64 ausgetragen. Maximal darf das Feld zwischen den Toren und Flächen von 110 Meter mal 75 Meter aufweisen. Ich glaube, wenn wir 100 mal 50 machen, dann ist das schon in Ordnung. 100 mal 50. Oh, lecko Fanny, was habe ich hier vor? Oder machen wir 90-45? Entweder machen wir 150 oder 90-45. Wobei 90-45 schon fast reichen würde. Okay, dann. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Scheiße. Nein, bin ich dumm. Eins, zwei. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ist das richtig? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pöp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pöp. Wie viele Fackeln haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Ach du Scheiße. Das sind erst 5 wohl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 80. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir auf der anderen Seite weitermachen können. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawohl. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hä? Mann, geht doch mal weg hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Bis hierhin. Das heißt, ein bisschen Wasser müssen wir mit Erde zumachen. So, das wären jetzt 100. Wenn ich jetzt aber sage, okay, wir machen 90 mal 45, ich glaube, das dürfte reichen, ne? Das heißt, ab hier würde dann die Seitenlinie anfangen. Stimmt das noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Mann, du scheiß Gras! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 7, 8, 9, 10. Plöpp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da stimmt doch irgendetwas nicht. Boah, ich kriege hier gleich die Krise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, dann stimmt das wieder. Komm, tu dich da mal weg. Danke. So, das sind jetzt 90. Jetzt müssen wir
45 abzählen. Das sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zack. So, jetzt muss ich mal gucken. Das sind 10, 20, 30. Vier, fünf, sechs, sieben, neun, zehn. 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, das heißt, wir müssen hier 'Kies nehmen wir mal mit, haben wir, ja, ein bisschen Platz haben wir. Denn 'Kies können wir auch immer gebrauchen, damit wir unsere Wege machen können. Ich weiß, ich bin gerade ruhig. Aber ich bin gerade so konzentriert, das ist echt der Hammer. Ja, ich weiß, dein Lebensraum wird gerade immer enger. Komm. Ja, oder so. Mach dich da jetzt mal vom Acker. Ich muss hier bauen. Hier haben wir eine Höhle. Die müssen wir zumachen. Jetzt muss ich nur gucken, weil der Rasen muss ja im Prinzip 95 lang sein und dass wir die auch wirklich haben. Ich habe nämlich keine Lust, hinterher wieder alles von vorne zu machen. Deswegen werden wir... Mein Gott, verbraten wir hier Erde.